Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars: The Old Republic. Soldat bzw. Frontkämpfer. Warum vergesse ich das jedes Mal? So, in der letzten Folge hatten wir auf. Wo hatten wir aufgehört? Ich weiß nicht, wo hatten wir aufgehört. Ich glaube auf Coruscant, ne? Oder waren wir woanders, aber auf dem Schiff. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollten wir mit Elara Dorn reden. Die liegt hier auch schön auf dem Bett und quält sich ein bisschen. Und steht hier nochmal. Ich folge euch, sobald ihr bereit seid. Ja, die wurde geklont. Sie wurde geklont. Sie ist zweimal hier. Oh mein Gott. Wir brauchen uns also jetzt Angst machen. Sie wurde Bitte. geklont. Hilfe. Okay. Ich Reicht. habe meine Ergebnisse beim Diensteignungstest zweimal geprüft und kann melden, dass ich ab sofort wieder einsatzbereit bin. Freut mich zu hören. Seid ihr sicher? Dann an die Arbeit. Der Chaos-Trupp ist viel besser in Form, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin bereit, wenn ihr mich braucht. Wow, das ging ja schnell. Und schon hat sie wieder gefällt ein Gespräch, aber das machen wir später. Und jetzt ist sie nicht mehr geklont. Oh mein Gott, sie wurde geklont. Es ist also doch wahr. Ein Menschenklon ist erlaubt. Nein, Spaß, Menschenklon ist wenigstens in Wirklichkeit nicht erlaubt. So. Wir reisen erstmal nach Velsar, bis bloß das Holoterminal des Schiffes und dann geht's auch direkt schon weiter mit der Story. Hoffe ich. Bitte kommen, Maldor. Ihr General Garza. Die Situation auf Belsarvis ist kompliziert, also lasst uns sofort anfangen. Belsarvis beherbergt eine streng geheime Gefängniskolonie für die schlimmsten Missetäter der Republik. Sith Lords, Kriegsverbrecher und Massenmörder. Das Gefängnis wird stark belagert. Die Imperialen versuchen, ihre inhaftierten Kameraden zu befreien. Tut, was ihr könnt, um sie zu behindern, solange ihr auf dem Feld seid. Mein Primärziel. Wer hat den Imperialen den Tipp gegeben? Klingt nach Zeitverschwendung. Ich habe den Eindruck, ich bin nicht wegen des Gefängnisausbruchs hier. Wow, Tano, wie schnell Unser auch zu. Primärziel ist es, die Piloten des Dolchgeschwaders, einer Elite-Jägereinheit, aus der Gefängniszone zu evakuieren und sie wieder in den Dienst zu berufen. Wie ist Ihr Status? Klingt nach Spaß. Wieso kann die Marine das nicht übernehmen? Wir können Kriegsgeschichten austauschen. Gesellig könnt ihr ein andermal sein, Major. Das ist eine wichtige Operation. Die Piloten des Dolchgeschwaders sitzen eine lebenslange Haftstrafe ab, weil sie an einer nicht autorisierten Bombenmission teilgenommen haben, bei der Tausende von imperialen Zivilisten starben. Der Angriff war so brutal, dass dem Oberkommando keine Wahl blieb, als den Vorfall abzuleugnen und die verantwortlichen Piloten aus dem Weg zu räumen. Dauerhaft. Das Dolchgeschwader ist abtrünnig geworden. Sie könnten einen Groll hegen. Noch ein Vertauschungsmanöver. Was? Vertauschungsmanöver? Also ich kann nicht lesen. Wieso haben Sie Zivilisten geschossen? Das Dolchgeschwader glaubte damals im besten Interesse der Republik zu handeln. Aber das Ergebnis hat das Vorhaben geil. Überwogen. Die Republik braucht das Dolchgeschwader wieder im Kampf. Ungeachtet ihrer früheren Verbrechen. Es gibt nicht viele Raumjägerpiloten ihres Kalibers. Ein Captain der Gefängniswärter namens Sess wird euch zum Kommandanten des Dolchgeschwaders Conrad Gall führen. Kontaktiert ihn, evakuiert seine Piloten und erstattet mir dann Bericht. Gaza, Ende. Okay. So einfach nur auf Belsarvis und Leute töten. Nein. Sprich mit Wachcaptain Sess. Cis? Nicht C oder Cis? Okay, das war jetzt ein so schlechter Musikwitz. Musikwitz. Das ist gar nicht hässlich, ey. So. Vor allem, weil es ja in der Musik nicht mal ein Cis gibt. Es gibt ja so gesehen eigentlich nur C und Cis jetzt vom C her. Ein Cis gibt's ja gar nicht. Das ist ja dann so gesehen der gleiche Ton wie ein H. Wer jetzt ein bisschen was von Musik versteht. Ich hab das jetzt mal, was ich gerade erzähle. Ja, hoffentlich. Jetzt wäre richtig geil, wenn ich jetzt irgendeinen Müll erzähle, der überhaupt gar nicht stimmt. Ah, oh, Chat, bitte. Chat, du sollst so sein. Und dann möchte ich Haie schreiben. Nicht Haie, sondern Hai. Haie. Jetzt hätte ich ja fast. Hätte ich wirklich jetzt Haie schreiben müssen. Das müsste ich sogar freigeschaltet haben, glaube ich. Minimalsektion, genau. Minimalsicherheitsbereich heißt es. Minimalsektion, wie komme ich denn bitte darauf? Stimmt, weil ich da gerade Sektion X da gelesen habe. Ja, cool, ist ein Traum, habe ich geöffnet, geschafft zu öffnen. Wenn den scheiß Ladebildschirm ist, sind wir jetzt ein bisschen doof. Okay, hier könnt ihr euch das gerne durchlesen.
Weil hier ist irgendwie immer ein Ladebildschirm im Weg und Post haben wir auch. Jonas Balker, Glückwunsch. Oh, guck mal, 1527 Credits. Okay, könnt ihr euch gerne durchlesen. Werde ich jetzt nicht machen. Einmal ab hier in die Befehlszentrale. Wo ist der Typ, bitte? Wir reden müssen. Da. Ach du Scheiße, das ist ein Blockhohengesicht da wieder. Energiepack geprüft. Betäubungsstock geprüft. Handschellen geprüft. Entschuldigt, Captain. Mir wurde gesagt, ihr könntet mir helfen, den Kommandanten des Dolchgeschwaders zu finden. Ah, Major. Gut, dass ihr da seid. Ich wollte gerade los, um eine weitere Welle von Ausbrechern aufzuhalten. Ausbrechern? Die Imperialen holen jeden raus, den sie kriegen. Die Dolche haben sich freiwillig gemeldet, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Also sind sie überall im Gefängnis verstreut. Was ist mit ihrem Anführer? Erzählt mir von den Dolchen. Ihr nehmt Hilfe von Häftlingen an? Könnt ihr eine Verbindung mit Conrad Gaul für mich herstellen? Gaul ist in einer der Hochsicherheitszonen, also werde ich ihn nicht erreichen können. Der L.O. der Dolche ist jedoch näher dran. Versuchen wir es bei ihm. Harlan? Harlan, bitte komm, hier spricht Zess. Over. Zess, hey, guter Zeitpunkt, Kumpel. Wir brauchen auf der Stelle Verstärkung. Die Imperialen machen die Gewölbe auf. Sind die verrückt? Wir schicken Verstärkung, Harlan. Halt mal etwas länger dort. Schöne Skavak-Stimme. Lass mich helfen. Gewölbe? Gewölbe? Lasst alles fallen und kommt her. Gebt mir die Koordinaten, dann breche ich sofort zu eurer Position auf. Wer spricht da? Ach, egal. Ich nehme jeden, den ich kriegen kann. Wir haben ein paar Imperiale in einem der Gewölbeeingänge festgenagelt. Aber wir sind ziemlich mitgenommen. Wir brauchen Medipacks und Leute. Und zwar am besten schon gestern. Hilfe ist unterwegs, Harlan. Setz Ende. Ganz kurz. Wir haben keine Medipacks mehr. Aber auf dem Weg zu Harlan könntet ihr ein paar Depots leer machen. Hier sind die Koordinaten. Alles klar. Sitze und lern, Sess. Ihr kommt nicht mit. Ich schnappe mir die Medipacks und unterstütze Harlan so schnell es geht. Seid wachsam da draußen. Das hier ist ein wahres Irrenhaus. Oh ja, besser, aber es ist wirklich ein Irrenhaus. Sind nur die Irren drin. So Planänderung. Okay, Planänderung ist nicht gut. Sammeln medizinische Vorräte. Kriegen wir natürlich wieder einen wunderschönen Generator, der wenig angezeigt wird. Jetzt wieder angezeigt. Okay, die Beherrschung kriegt gleich wieder drauf. Okay, was für Beherrschung habe ich jetzt überhaupt? 41. Das heißt, es ist bessere Beherrschung als. Was gucke ich denn jetzt hier? Wo ist denn der? Ich habe übrigens wieder ein bisschen weiter gelevelt auf Screen. Jetzt sind wir schon 44. Vorher waren, glaube ich, 42. Ich habe jetzt zwei Level weiter gelevelt und einfach mal Coruscant und Tatooine einmal durchgemacht, die hat zwei. Wobei Tatooine nicht alle, weil die auf Rap-Seite ein bisschen beschissen sind. Auf Imp-Seite sind die ein bisschen einfacher. Ja. Dann gehen wir erstmal den Berg hier hoch, dass wir die Gegner erstmal abhängen. Okay, hier haben wir ein Feld. Und eine Kiste. Ist noch zu früh zum Okay, wir müssen nur drei Kisten öffnen. Drei Kisten öffnen, das ist doch meine Lieblingssache. Ich liebe es ja, Kisten zu öffnen in Spielen. Ist bei jedem Spiel so. Ich liebe es, Kisten zu öffnen. Kisten sind meine Hauptsache. Hauptsache Kisten. Kisten! Kisten sind geil. Was hatte ich eh von Kisten? Schreibst du in die Kommentare. Ich finde Kisten. Pisten, genau, Pisten. Kisten, geil. Und Pisten finde ich auch geil, ja. Also die Kisten, die mit K geschrieben werden. Okay, jetzt haben wir medizinische Vorräte. 2 von 3. Komme ich daran, ohne den Gegner zu ziehen? Ja. Oh, jawohl. Das wird schon wieder. Oh, wie komme ich denn da jetzt hin? Das Problem bei Savas ist, dass sie über diese scheiß Gefängnismauern sind. Und man halt hier immer schwer vorbeikommt. Man halt immer hier einen Durchgang suchen muss. So wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, hier ist ein Durchgang, ne? Ja, sieht so aus, weil hier so ein Weg lang geht. Und ist hier ein Durchgang? Ja, hier ist ein Durchgang. Dann durch da. Bäh, hier sind Sumpfschwingen. Und hier ist ein Abflussrohr, was glaube ich ein bisschen kaputt ist. Genauso wie dieser Weg hier. Das er normalerweise soll das hier rüberführen, aber er ist wohl kaputt gegangen. Hat wohl zu doll gestürmt. Aber wie komme ich denn da jetzt hin? Ja, von hier aus definitiv nicht, da muss ich auf jeden Fall hier durch. Ah, shit, wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, ich hasse Mauern. Komme ich da irgendwie vorbei? Ich versuche mal da vorbeizufahren. Da durch die Mauer. Und dann hier irgendwie außen rum oder so. Ich habe keine Ahnung.
Das ist das Problem auch bei Savas. Es sind überall diese scheiß Gefängnismauern und man kommt einfach nirgendwo vorbei. Komme ich da hoch? Nein. Ich komme da bestimmt gleich hoch. Warte, ich schaff's, ich schaff's. Ja, sag ich euch, ich schaff's. Och, jetzt ist hier auch noch eine Mauer, oder was? Nee, komme ich durch, zum Glück. Ein Glück, dass ich hier durchkomme. Und muss ich auch durch? Ach, ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Was haben wir hier? Ist hier ein Taxi-Punkt? Oh, shit! Das ist eins von den Imperialen. Oh, shit. Scheiße. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen, ne? Lass mich weiter. Tano, heil mich. Habe ich eigentlich noch einen anderen Gefährten jetzt? Ach, Jun habe ich, glaube ich, auch wieder dabei. Boah, der nervt mich, ehrlich gesagt. Weil das ist der aktuellste Gefährte. Nämlich, ich wechsle mal gleich zu Jun. Da stand doch irgendwas mit der Republik, habe ich da irgendwie ganz so aus dem Augenwinkel gelesen. Wie komme ich da jetzt dahin, ey? Muss da ganz kurz erstmal warten hier. So, Jun holen. Oh, wie komme ich denn jetzt nach da oben hin? Vielleicht hilft mir dieser Baum hier weiter. Auch bitte Tastatur jetzt bitte nicht. Vielleicht komme ich mit dem hier nach da oben und dann. Alter, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfahren, ne? Ja, ich glaube, der hilft mir sogar ein bisschen weiter, weil ich glaube, ich muss da rein, ne? Muss ich da rein? Ja, bitte, bitte sag, dass ich da rein muss. Warte, gibt's hier einen alternativen Eingang? Gibt's hier einen alternativen Eingang? Ja gut, halb. Wenn ich irgendwann mal ein Inquisitor-LP mache, dann wisst ihr, was ich mit alternativer Eingang meine. Ist ein kleiner Gag. Das Dolchgeschwader hat es immer noch drauf, ihr Feigenmörder! Euer Nachschub ist hier, Harlan. Und eure Medipacks auch. Was, Medipacks? Das ist das Beste, was ich heute gehört habe. Die Armee hat also endlich Verstärkung geschickt. Oder seid Chaos-Trupp. Heute ist unser Glückstag, Leute. Verschanzt euch und flickt eure Wunden zusammen. Die Armee hat die Besten der Besten geschickt. Gebt mir einen Lagebericht. Vergesst die Imperialen. Vorwärts, Häftlinge. Ich will die Position der Imperialen, ihre Bewaffnung, alle. Sie haben sich weiter hinten in den Tunneln verschanzt und sind ziemlich gut ausgerüstet. Wenn wir sie nicht überrascht hätten, wären wir jetzt alle tot. Hier drin gibt es vielleicht auch noch schlimmere Dinge. Ich habe gehört, dass in diesen Gewölben ziemlich schreckliche Sachen eingeschlossen sind. Niemand macht sie auf. Niemals. Verstanden. Ist das alles, was ihr wisst? Das ist doch Unsinn. Ich werde nach ungewöhnlichen Vorkommnissen Ausschau halten. Wir sorgen dafür, dass euch niemand flankiert. Gebt diesen Imperialen, was sie verdienen. Okay. Finde und besiege den imperialen Teamführer. Ach, den renne ich auch noch in die falsche Richtung, super. Ach, ganz da oben, ey. Alter, so viele Gegner hier wieder. Komm, schnell vorbeirennen. Ah, schade. Wäre ich jetzt nicht so doof in die falsche Richtung gerannt, hätte ich es vielleicht sogar geschafft. Obwohl, ich glaube, die kommen erst, wenn dann das auch wirklich, wenn man da hinläuft. Ich bin damals 18:59, aber Zeit habe ich jetzt ja noch ein bisschen zum Aufnehmen. Wir versuchen möglichst viel aufzunehmen. Und dann muss ich aber irgendwas morgen noch irgendwie alles gespeichert kriegen. Hier scheiße, gerendert. Das wird aber wieder ein Problem werden. Hab schon jemand geantwortet? Nein. Plus 17 Leute sind auf Besavis. Ich würde sagen, vom Aussehen her gefällt mir der Planet. Also nicht von oben, sondern eher von unten. Aber der Planet, der nervt einfach nur, weil überall sind diese scheiß Gefängnismauern. Man kommt nirgendwo irgendwie durch. Ihr wisst ja gerade, ich habe mich gerade so doll verlaufen, dass ich bei einer imperialen Basis angekommen bin. Es ist gut, dass ich jetzt perfekten Folgennamen gefunden habe. Ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn umsetze. Ja, perfekte Logik. Das ist perfekte Logik. Ja, okay, ich lasse den jetzt mit dem Schwachsinn. Der wird so langsam auch irgendwann alt. Was, jetzt bekomme ich plötzlich einen Bonus? Oh, hallo, Imperiale. Ihr seid aber sofort tot. Oh Gott, hier ist der Ungeheuer. Ach, die müssen wir besiegen, ach so. Bestien zählen nur als für die Bonus. Ah, okay. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen mehr erfahren. 4, 5. Jetzt haben wir schon 5. 3 Gegner fehlen noch. Finden wir die überhaupt noch? Ich glaube nicht, ne? Habe ich die schon verpasst? Ne, da sind auch noch welche. Lustig ist, dass sowohl der Typi als auch die
Viecher gegen mich sind. 6, 7, ich habe auch noch eine 8. Ach toll. Das hat's jetzt gebracht. Ich bin da jetzt hingegangen, um zu sehen, wie der Typ drauf geht von den Viechern. Super, das hat's jetzt aber auch wirklich gebracht. Hier oben ist auch noch ein Viech. Das hat's jetzt aber wirklich gebracht. Was hast du gesagt, Jun? Jun wird helfen. Achso. Ist hier noch irgendwo ein Gegner oder so? Ein Viech? Ist hier noch irgendwo eins? Ist hier noch irgendwo ein Viech? Nein, ist hier nicht. Die haben sich schon alle selbst umgebracht. Ich habe ihn umgebracht. Okay, das. Okay, das war jetzt so unnötig, diese Quest. Diese Runde geht wohl an uns. Aufstehen, Leute. Wir rücken aus. Hörte sich nach einem ziemlich harten Kampf an. Seid ihr in Ordnung, Bodenflüger? Ich habe gar nicht gekämpft. Mir geht es gut. Ziemlich seltsame Sache. Bringt mich einfach zu geil. Nichts, womit ich nicht zurechtkäme. Das dachte ich mir schon. Vielleicht war ich vorhin etwas kurz angebunden. Es ist schön zu hören, dass das Kommando uns zurück will. Aber sie haben uns ziemlich arg zugesetzt. In einem Pfad einschlägt und jetzt gefährlich erachtet. Man kann kaum verübeln. Nächstes Mal auf Fahrt vorsichtig ist. Genau. Also ich weiß nicht, was sie euch erzählt haben. Aber wir sind keine Mörder. Wir hatten keine Ahnung, dass wir da draußen Zivilisten bombardieren. Hattet ihr falsche Informationen? Das spielt sowieso keine Rolle. Das Ergebnis zählt und nicht die Absicht. Was dachtet ihr denn, was ihr bombardiert? Unser Ziel war ein Sith Lord namens Ondoru, ein echt sadistisches Schwein. Er hat Dutzende republikanischer Kolonien vernichtet und niemanden am Leben gelassen. Unseren Informationen zufolge sollte sich Ondoru auf Fest befinden, und zwar nur von Soldaten und Fabriken umgeben. Wir sind sofort gestartet und haben alles abgeworfen, was wir hatten. Und jetzt sind wir hier. Das tut mir leid. Das Kommando ist ein Haufen Idioten. Ich verschwende meine Zeit. Das muss für eure Einheit sehr hart gewesen sein. Wenn Commander Gorn nicht wäre, wären die Männer garantiert abtrünnig geworden. Ah, wo wir schon von ihnen sprechen. Harlan, wir haben ein Problem. Lind, Tai und Saimo sind in einem der Gefängniskomplexe gefangen. Wir können sie nicht befreien. Na toll. Haltet durch, Kerl. Wir schicken euch sofort ein paar Verstärkungen. Was meint ihr, Major? Ihr braucht alle vom Dolchgeschwader, oder? Wie wäre es mit einer kleinen Rettungsaktion heute? Ich helfe gerne. Ich bin auch bei keinem Auftrag gescheitert. Es wird langsam langweilig. Der Chaos-Trupp lässt niemanden zurück. Schön, das zu hören. Ihr trefft Kerl bei diesen Koordinaten. Ich bringe die Faulenzer hier zum Stützpunkt zurück und stoße später zu euch. Viel Glück. Okay, danke. Okay. Das Dolchgeschwader. Wir nehmen einen Generator mit und modifizieren den direkt mit einem Kristall und aktivieren den auch. So. Sprich mit Kal. Kal? Och, nee. Okay, wir können das nächste Gebiet. Ich glaube, ich porte mich jetzt doch lieber. Ach, den Wachposten habe ich entdeckt. Ich renne da lang und entdecke den Wachposten. Das macht Sinn. Also deswegen stand da. Ich dachte erstmal, vor allen Dingen, ey, das war so dumm, diese Folge, dass ich einfach mal bei einem Imp-Außenposten lang renne, ey. Da sieht man erstmal, wie leicht man sich auf Balsavis verlaufen kann. Ihr seht, hier gibt es ziemlich viele Taxipunkte auch. Und das Problem ist, hier gibt es zwei verschiedene Taxistationen. Erstmal hier an den ersten drei Bereichen, also Minimal-Sicherheitsbereich und Maximal-Sicherheitsbereich. Da kommt man mit diesem Gleiter hier hin. Und in die Gebiete, die dann hier drüber sind, da kommt man mit solchen Rakata-Teleportern hin. Sicherheitsbereich, auch wenn ich da nicht sicher bin. Zack. Ich verstehe diese Namen nicht. Ich meine, warum heißt das Ding Sicherheitsbereich? Ich meine, hier ist mal alles andere als sicher. Hier sind meine scheiß Gegner. Muss ich da jetzt rein? Nein, muss ich nicht. Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich die Treppe da hochgehen? Ja, ich muss wahrscheinlich die Treppe hochnehmen. Oder? Ich teste es ja. Try to win.
Hier haben wir auf jeden Fall Schweinequest zum Handelsbogen. Handelsbogen? Handlungsbogen, den wir aber nicht machen werden. Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Ich glaube, da müssen wir rein, ne? Oder? Ja. Ha, wusste ich's doch. Oh, schöner Raum. Wow, ein Major. Der Chaos-Trupp. Der reine Wahnsinn. Oh, ich bin Cal. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Eine echte Ehre. Ihr seid hier, um uns zu helfen, richtig? Das stimmt. Sieht ganz so aus. Fass euch kurz. Wie ist die Lage, Cal? Im Zuge der ganzen Unruhen gab es die ersten Ausbrüche aus einem der Arbeitslager. Glaubt mir, da drin sind ein paar wirklich schlimme Gestalten. Der schlimmste von denen war ein Typ namens Presser. Ihr wollt gar nicht wissen, was der Kerl getrieben hat, bevor er hier eingesperrt wurde. Was ist mit dem Piloten? Ich brauche alle Details. Ihr verschwendet meine Zeit. Falls ich dem Kerl über den Weg laufe, sollte ich alles über ihn wissen. Tja, man nennt ihn nicht ohne Grund Presser. Einer der Wachoffiziere, Brock, wollte das Arbeitslager stürmen und sicherstellen, dass Presser nicht entkommt. Der Kerl ist ein wenig besessen. Drei von uns haben sich freiwillig gemeldet, um Brock Rückendeckung zu geben. Aber im Arbeitslager ist alles schiefgelaufen und nun sitzen sie alle da fest. Habt ihr noch Kontakt? Sei präzise, wie jämmerlich. Können eure Piloten ihre aktuelle Lage bestätigen? Ich kann sie nicht erreichen. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass sie sich ganz gut verschanzt hätten. Hier sind die letzten Koordinaten, die Brock durchgegeben hat. Dort solltet ihr alle finden. Sie sind vermutlich etwas mitgenommen, also nehmt sie nicht zu hart ran. Oh, eine Sache noch. Jemand hat all unsere Überwachungskameras in dem Gebiet ausgeschaltet. Wenn ihr sie wieder einschalten könntet, wäre das wirklich hilfreich. So gut wie erledigt. Wir werden sehen, was passiert. Vergesst es. Die Piloten holen, die Kameras reparieren. Bin schon dabei. Viel Glück, Major. Okay, danke, danke, danke. Bonus repariert die Überwachungskameras und findet die Piloten. Gut. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge ist schon wieder bei über 20 Minuten. Das heißt, wir sind fertig. Die Folge, bis bald und ciao.